Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier auf der New George River Bridge. Bridge auf der Bridge. Auf der New River George Bridge. Und wir können hier einen Parcours starten. Es gibt eine Leuchtpistole, ein bisschen was zu trinken und ein abgenutztes Klemmbrett. Das ist aber abgenutzt, das wollen wir gar nicht. Hey, ich bin ja eigentlich dafür, dass wir weiter nach Morgantown gehen, aber dann, glaube ich, können wir diesen Parcours, da wir jetzt einmal gerade hier sind, auch ruhig machen. Machst du denn mit, Omega Red? Okay, du schreibst gerade den... Okay, ja, du schreibst gerade, das sollte man besser mit der Power-Rüstung machen. Wahrscheinlich kann man hier runterfallen dann. Na gut, dann schlage ich vor, weiter nach Morgantown, ohne uns ablenken zu lassen. Gerade ich muss das sagen. Ich weiß auch nicht, ob dieser Parcours schon für Kaulquappen geeignet ist. Wahrscheinlich dann erst später. So eine Power-Rüstung haben wir gar nicht. Wir bräuchten dann eine neue Chassis. Das ist, glaube ich, kein Problem. Die stehen ja hier und dort schon mal rum. Und natürlich würde ich, wenn, dann schon ganz gerne diese Bagger-Power-Rüstung haben. Dafür brauchen wir Unmengen an Material, vor allem an Schrauben. Wir hatten die Schrauben, glaube ich, halbwegs schon mal zusammen und dann ist uns irgendetwas dazwischen gekommen und oh, das war ganz schön viel, was wir da brauchten. Meyerlux. Ein bisschen Sightseeing hier. Ich glaube, wir kommen durch Helvetia, oder? Wenn wir hier weitergehen. Wenn wir weiter auf Kurs bleiben hier. Den hat's ganz schön zerlegt. Was ist hier? Sutton schon? Oh, da müssten wir hier abbiegen. Grafton, geradeaus. Sutton. Nach rechts abbiegen, nach Sutton, aber... Wollen wir denn nach Sutton? Was ist das? Ja, wir müssen, glaube ich, sogar nach Sutton, wenn wir nach Morgantown wollen. Hier nach Sutton durch und dann nach Helvetia. Durch Helvetia. Greg's Supplies. Und dann schon Morgantown. Sollte klappen so. Ah ja, einmal zum Automaten hier oben. Hey, was ist denn mit den Blumen? Sind die neu? Oder meine ich das nur?
Und die Gartenzwerge. Ich glaube, das meine ich nur. Wahrscheinlich, weil wir selten aus der Richtung gekommen sind. Ja, die legendären Sachen einmal abgegeben für die Scheine, damit wir dann nachher bei der legendären Händlerin uns bessere Waffen geben lassen können. Schade, da fällt mir gerade ein, es gab doch mal ein Angebot, dass man für 60 Scheine irgendwie was Besonderes bekommen würde, bessere Sachen oder so, aber das gilt wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei, denn ich habe fast 600 Scheine zusammen, also 550 oder 560 habe ich bis jetzt, glaube ich. Also hätte ich mir da 10 coole, legendäre Sachen von ihr holen können. Aber das ist mir auch nicht so wichtig. Die Waffen, die ich jetzt hier mit mir rumtrage, die wir jetzt mit uns rumtragen, ich finde, die sind schon in Ordnung. Die halten mit Sicherheit noch eine ganze Weile und wir kommen damit ganz gut zurecht. Zusätzlich haben wir ja noch den Befreier jetzt dabei, den Ausputzer haben wir jetzt dabei, meine ich. Der kann ja auch ganz gut was. Übrigens sollten wir den vielleicht mal ausrüsten oder wenigstens auf unser Schnellauswahl, auf unsere Schnellauswahltaste legen. Und außerdem habe ich irgendwo mal den Injektor Bluter gefunden und verbessert schon. Ich glaube, der gehört auch irgendwie zu einer Pfadfinderaufgabe. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Injektor-Munition überhaupt habe. Injektor-Munition, 32, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich weiß nicht, was für einen Schaden das anrichtet. Ich meine nämlich, es ging darum, einen Yaogwai mit dem Injektor zu töten oder so. Ja, Omega Red muss nicht unbedingt sein. Ich denke, so eine Chance werden wir bestimmt nochmal wieder bekommen. Oh, Gutshof Billings wird angegriffen. Ja, da können wir aber leider jetzt nicht viel machen. Wahrscheinlich müssen wir es dann irgendwann zurückerobern. Wir sind ja jetzt echt weit weg. Also wenn wir jetzt zurücklaufen würden nach Gutshof Billings, dann... Na, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also du hattest gerade geschrieben, Omega Red, ob ich da noch so ein paar Sterne, so ein paar legendäre Waffen oder sowas brauche. Ja, wie gesagt, sowas wie die Weihnachtsaktion kommt bestimmt nochmal, also das muss nicht unbedingt sein. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit wahrscheinlich nicht zur legendären Händlerin gehen, vielleicht mal ausprobieren, aber eigentlich, wie gesagt, ist es nicht nötig. Wir haben ja unsere Waffen. Also ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir da haben. Wo wir jetzt einmal gerade dabei sind, könnten wir vielleicht mal, wo wir gerade hier in Sutton sind, mal gucken, ob es hier diesen Bauplan noch gibt. Denn die letzten zwei Male, als ich da war, gab es ihn nicht und ich dachte schon, ich hätte mich da irgendwie geirrt. Oh, hast du jetzt doch was reingeworfen hier? Ja gut, wenn du das nicht haben willst, nehme ich das. Okay.
Das aufbereitete Wasser lasse ich mal drin und die Melone auch. Wow, 15? Das war richtig viel wert, das Bowie-Messer. Wie kommt's? Ja, jetzt habe ich 618 Scheine. Nur Müll, sagst du? Okay. Wollen wir denn weiter Richtung Morgentown? Okay, weiter geht's.
Und weiter geht's. Also Richtung Morgentown, da hoffen wir, gibt es Wasser. Einen flachen Fluss. Und da versuchen wir dann die Kaulquappenaufgabe zu erledigen. Da soll man nämlich einen Verbündeten heilen, oder? Überhaupt jemanden heilen, der im Wasser dann verwundet wurde. Also, das muss ja nicht in Morgentown sein, aber es sollte schon im Wasser sein, zum Beispiel. Wow. Hast du das gesehen? Ich habe leider kein Foto gemacht. Jetzt weiß ich wieder, warum auf 1 die Grognack-Axt nicht war. Auf 1 hatten wir doch immer den Fotoapparat hier und der ist wieder nicht favoritisiert. So. Genau. Jetzt können wir nämlich wieder Fotos machen. Schade, Gutshof Billings ist wohl weg. Augenbots haben alles überrannt, naja. Hier ist das Nest von einem Mottenmann hier oben wahrscheinlich. Aber der ist weg. Ich konnte kein Foto machen, der war viel zu schnell. Oh, Helvetia, da ist es ja. Oh nein, eine Brandbestie. Ich glaube, sie ist nicht bösartig. Sie ist schon weg. Oh nein, sie kommt wieder. Aber sie scheint friedlich zu sein. Ja. Es gibt da irgendwie eine Brandbestie scheinbar, die friedlich ist. Wenn man sie nicht angreift, macht sie auch nichts. Oh, fotografieren. Warum denke ich da erst jetzt dran? Ich glaube, die macht nichts, die ist friedlich. Oh, und legendär ist sie auch noch. Jetzt sind wir mittendrin. Im Nest.
Alles in Ordnung? Sollen wir uns die Kronkorken hier noch holen? Es gibt hier noch irgendwo einen Kronkorkenvorrat. Ich gehe mal zu dem Kronkorkenvorrat. Kronkorken. Hier oben. Unter der Kommode hier, links neben dir. Kronenkorken. Ja, das muss ja bald ganz schön müffeln bei den ganzen verbrannten Kadavern hier in Helvetia. Ich guck noch mal ganz schnell hier vorne in der Küche. Da müsste noch ein Bauplan oder so etwas, ein Rezept, glaube ich, rumliegen. Ach so, und dieser Kristalldekanter, der lag doch hier. Oh, einer nur. An den anderen komme ich nicht ran.
Oh, du bist rangekommen. Danke. Und Helvetia haben wir erreicht. In der nächsten Folge geht es weiter Richtung Morgentown. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.